Was geht ab, YouTube, und willkommen wieder zurück zu der nächsten Folge Raft. Ja, eigentlich würde was anderes passieren, aber uns ist die zweite Aufnahme leider ein bisschen gecrashed. Wir hatten, oder ich weiß nicht ob sie es auch hatte, aber wir hatten ziemliche Lexi im Spiel. Ja, ich hoffe, also, ich auch. Meine liebe Freundin ist auch wieder dabei, die findet ihr wieder da hinten im Hintergrund irgendwo. Die liebe Rockerbraut, wie ihr sie seht. Schon fleißig am Arbeiten, und das Geilste ist, ey, wir locken uns ein Spiel ein. Und gleich erstmal hier totales Unwetter. So ein Kotzen, ey. So ein Kotzen. Guck mal, da kommt was. Wir sollten mal jetzt hier so. Ja, eigentlich wären wir noch nicht so weit. Aber wie gesagt, leider ist uns die Aufnahme gecrashed. Ja? Doof. Was? Was ist jetzt verloren? Ach, egal. Bist du? Ja. Das Floß steht ja auf 7:30. Gut. Wollen wir denn gerade mal nicht? Die Pakete würde ich schon gerne mitnehmen wollen. So. Aber darf ich hier schon mal ein Paket aufmachen? Komm, wir machen jetzt auf. Wir machen es auf. Und Holzbadewanne, wuhu! Und ich habe die Kartoffel gefunden. Ich wollte nicht mehr ins Wasser springen, Leute. Ja, hier liegt bald baden. Ja, aber wie gesagt, leider müssen wir diese Folge hier neu aufnehmen. Ist jetzt leider passiert, aber gut, ist nicht so schlimm. Was haben wir bis jetzt Großartiges gemacht? Das ist jetzt tatsächlich viel passiert, ne? Wir haben ein bisschen die eine Insel, von der wir eigentlich wollten in der letzten Folge. Haben wir ein bisschen abgearbeitet, schon mal ein paar Rohstoffe gesammelt. Ja, und das war es eigentlich auch in dem Sinne. In der letzten Folge sind mir auch ziemlich viele Sachen weggebackt. Ich habe einmal die Kartoffel geklaut. Die vom Grill? Ich habe auch schon eine neue draufgeschmissen. Ich habe auch so viele irgendwann Tag. Ja, und wie schaut es jetzt weiter aus? Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir definitiv noch eine Insel anfahren und nochmal so ein bisschen Ton und so weiter reinkriegen und Sand. Ganz wichtig, damit wir uns dementsprechend den Schmelze herstellen können. Damit wir halt, die Metallerze, Sand und Seetang schmelzen können. Das ist ganz wichtig, ne? Und noch ein paar andere Sachen. Da läuft ein Fass gerade durch unser Fluss. Und weil gerade auch wegen dem Seetang, das ist ganz wichtig, wir brauchen ja das hier, den Kletterpflanzenglibber, damit wir uns dementsprechend dann bald Flaschen herstellen können. Da ist eine Kiste. Und noch ein Fass. Weiß ich gar nicht, ob es mit dem Inventar noch gepasst hat, und wenn nicht, ist egal. Und dann ist er ja dabei, fleißig Gärtnerin zu spielen. Ja, wir haben jetzt nebenbei das an. Das Einzige, was wir jetzt hier gemacht haben, noch ist hier halt das mittlere Ding zu bauen. Ja, da pflanzt sie jetzt schon mal fleißig. Ihr seht Ananas und Melone an. Ja, gut, hier ist jetzt natürlich nicht viel. Ja, gut, okay, die rüber ist tatsächlich nicht im Inventar. War klar. Oder gar nicht. Immer noch nicht, warum ich so zwei von gemacht habe, egal. Durst. Mal wieder auffüllen. Freundlich von dir. So, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. 1, 2, 3, 6. Das sind auch 6. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon mal 6 mal 6. So, und das Wichtigste ist, diesmal habt ihr auch Sound nebenbei, Leute. Oh, ich muss warten, ja. 1, 2, 3. Erster Haken kaputt. Deinen ersten? Ja. Ich hab
Hab dich gefragt, ob du einen brauchst. Ich habe dazu vielleicht noch zwei von meinem Inventar rumfliegen. So Leute, natürlich wichtig, nebenbei was trinken. Ja, und wundert euch nicht, ist eine Tasse vom Kolossus. Das mit einer meiner Lieblingsachterbahnen ist, die ich total gerne fahre. Ich habe mir gedacht, gönne ich mir eine Tasse davon. Ja, eigentlich ganz cool ist. Ich liebe diese Achterbahn, ich mag halt dieses Klackern. Ja, sie war jetzt nicht so begeistert, die hat geschrien wie so ein abgeschlachtetes Schwein. Ja, mit meiner Höhenangst ist das ja auch ein bisschen schwierig. 60 Meter waren das? Ja, 60 Meter. So, ich habe auf jeden Fall was für den Forschungstisch gefunden. Ein Paket. Ja. Ja, da kommen noch mal 4 Fässer auf dich zu. Oha. Das eine schwimmt schon mal vorbei. Ich glaube, da komme ich auch gar nicht dran. Ich aber tatsächlich, weil ich schon gerade genau drauf zu. Hat sich auch nicht wirklich gelohnt. Ich glaube, da kommt eine Insel. Ja, auf die sollten wir gleich mal zusegeln, wa? Ich setze mal meine Brille wieder auf. Sonst sehe ich wieder so viel. Und nicht wundern, ich werde jetzt gleich ein bisschen die Fahrtrichtung ändern. Ist gut. Das war eigentlich die hier. Das war jetzt ein bisschen dauernd, glaube ich, weil wir natürlich jetzt nicht in Windrichtung fahren, sondern mehr so auf die Insel dahin zu. Ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt erstmal eben. Alles so. Boah, und das hier. Das hier. Erforschen wir jetzt. Schon mal 3 neue Sachen. Ich möchte gerne auf die Insel zufahren, damit ich natürlich dann dementsprechend da unten die Rohstoffe. Wo ist ja geht. Mach mal auf. Oh, du hast noch ein Paket. Kannst mir eine Rose schenken. Du hast noch ein Paket. Sieht ganz merkwürdig aus, wenn du das machst. Kann ich mir gut vorstellen. Ich springe mal noch eben ins Wasser, während wir auf die Insel weiter zusegeln. Ja, mach das, ich kann mich hier weiter umrichten. Den Anker haben wir tatsächlich. Ja, das ist zwar dieser Einweganker. Ne, also den richtigen können wir uns ja noch nicht bauen, weil wir ihn tatsächlich auch noch nicht erforscht haben. Und dementsprechend müssen wir uns leider immer diesen Einweganker bauen. Kostet aber immer so viel Sachen. Hattest du nicht einen Paddel? Aber was ich schon mal sehe, hier ist eine große Insel. Gut. Ich glaube, wir müssen aber noch mal ein bisschen drehen, wa? Aber ja, genau, Leute. Ich hatte in der letzten Folge, die leider nichts geworden ist. Oh, ich habe noch ein Paket. Bist du? Ein Paddel gebaut, damit wir wenigstens zum Start der Folge auf die Insel kommen. Ja, ich habe auch gerade ein Paddel gebaut. Ich paddel direkt in die Kiste rein. Ist gut. Jetzt paddeln wir nach da. So ein bisschen noch nach da. Und dann können wir jetzt gleich jeden Moment Anker. Den Anker werfen, bitte. Gut, perfekt. Dann raffen wir das Segel, also wissen es nicht. Ein bisschen raffen. Auf jeden Fall da oben. Segel schon mal in die Richtung drehen. Voll da rein. Ja. Und definitiv Betten. Achso, zufällig 4 Kunststoff und ein Palmblatt. Ich habe 5 Kunststoff und 8 Palmblätter. Ja, warte.
auch zwei Pakete. Ja, wo bist du denn? Ja, gib mir erstmal bitte den Kunststoff und die Palmblätter. Ja, Feuerhaltständer. Lichterkette, wow. Kunststoff. Wie viele Palmblätter brauchst du? Ja, eigentlich nur eins. Ja, warte, dann mache ich mal eben was. Bist du? Jetzt haben wir uns erstmal das Wichtigste gebaut. Ganz dringend was. Danke. War schneller, Leute. Machst du auch wieder voll? Natürlich mach ich immer voll. Das habe ich schon immer getan. Aber weißt du, was wir jetzt machen können? Ja. Schlafen gehen. Ich bin am Verdursten. Wobei, ich glaube, hier beim Schlafen sau wie leer ab. Ich trinke jetzt erstmal was, bevor ich mich hinlege. Cool. So, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, perfekt. Da wir jetzt nicht die ganze Nacht durchmachen wollen, haben wir das Ganze ein bisschen beschleunigt. Bin eine Runde schlafen gegangen. Definitiv brauchen wir das hier. Bevor ich auf die Insel gehe, brauchen wir erstmal eine Angel. Das kostet uns sonst bei der Grill. Haben wir die Sachen dafür? Tatsächlich haben wir die Sachen dafür. So. Oh, wow. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen zweiten Grill. Oh, das liebe nette Hai. Und ich habe auch wieder ein Paket. Wupp, wupp. Und kapp. Guck mal hier. Pack's aus. Das sieht wirklich komisch aus. Oh, ein Bücherstapel. Wow. So, und mein Fisch ist fertig. Ja, das wurde auch Zeit. Es wurde mehr als Zeit, Leute. So, aber mein Plan ist jetzt mit dem Haken. Wow. Wenn ich unter Wasser bin, kann ich das nicht. Mit dem Wellgang nicht abbauen. Seht ihr das? Krieg gerade nicht abgebaut, Leute. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Hier wird ja wohl irgendwo noch Sand und Ton rumfliegen. Denn wir brauchen Rohstoffe. Mal kurz auftauchen, wieder abtauchen. So.
Gerade der Sand ist ja auch wichtig, den müssen wir später auch noch einschmelzen, damit wir dementsprechend Glas rauskriegen. Oh, ich habe Ton gefunden. Dann brauchen wir das. Was hast du gefunden? Ton. Ton. Auch im Tauchen. Ich bin ja auch unter Wasser. Nein, das heißt, du bist unter Wasser? Ja. Und sonst? War die Nacht zu anstrengend für dich oder warum musst du jetzt baden gehen? Ja, du hast so sehr gestunken. Ich brauchte erstmal wieder mehr das Duft. Ich musste erstmal wach werden. Da sagen wir mal jetzt nichts zu, Leute. Da sagen wir einfach mal nichts zu. Oder wolltest du auf die Insel? Ja, auf die Insel geht's auch kleiner. Ja? Aber erstmal sind für mich die Rohstoffe unter Wasser wichtiger. Also, das ist der Seetang, den brauche ich noch. Ich würde auch gerne auf die Insel gehen, wenn du willst. Dann kannst du auch schon. Oh, ich habe eine Kiste entdeckt. Unter Wasser. Da haben wir doch Ton, wie es ausschaut. Ja. Wichtiger ist, Leute, dass ich auf jeden Fall gleich mal darauf achte, dass ich hier nicht verhungere oder durste. Dass ich hier nicht ertrinke. Ich schloss dich. Oh, cool. So. Ich wundere, wenn ich ein bisschen immer nach der Seite gucke. Das seht ihr zwar jetzt nicht, aber da steht halt mein zweiter Bildschirm. Damit ich die Zeit so ein bisschen im Auge habe, nenne ich, dass die Folgen zu lang werden, ihr keinen Bock habt zuzuschauen, weil die Folge schon viel zu lang ist. Und nicht, dass ihr unterwegs einschlaft. Ja, das muss ja nicht sein. Außer ihr wollt das unbedingt zum Einschlafen nutzen, dann dürft ihr das natürlich tun. Die Kugelfisch. Irgendwas verloren? Aber brauchen wir noch so ein bisschen von dem hier. Immer gut. Also bevor ich auf die Insel gehe, muss ich erstmal essen und trinken. Erstmal essen und trinken. Sagt sie. In der hier fast kurz vorm Sterben ist. Den gleich noch mal eine Runde angeln wird. Wurde das klingt, Marc, wir brauchen die Rohstoffe. Und ich brauche was zu fressen. Und gleich was zu saufen. Ich habe eine Melone gegessen. Ein Seebarsche dann ein bisschen. Aber können wir noch und dann muss ich definitiv, Leute, ihr seht es ja schon. Ja, da unten. Ne, die Ecke. Die da. Ne, die sich kurz vom Absaufen bin. Willst du eine Melone haben? So, mein Grill, mein Fisch. Dieser Seegang schon wieder, ey, boah. Willst du eine Melone haben? Hast du genug von? Hast du auch Samen? Ich hab gerade wieder angepflanzt. Ich habe gerade eine. Ich bin hier echt kurz vor knapp. Oder hast du gesagt, ich bin jetzt. Oh, das sieht komisch aus. Oh ja. Besser. Hat trotzdem mein Hunger nicht großartig gehoben. Aber ja, aber Flüssigkeit. Ja, gießen brauchst du jetzt nicht. Nee, ich hab geguckt, ob ich die schon ernten kann. Mein Fischchen ist fertig. Supi. So, jetzt noch den zweiten Fisch im Trupp schmeißen. So. Du hast Ton, hast du gesagt, ne? Irgendwie nur Sand. Ich habe bis jetzt einen Ton nur im Inventar. Hä? Toll, dann habe ich den Ton verloren. Dann war mein Inventar schon voll. Ich habe nur 4 Sand. Dann hast du keinen Ton gefunden. Aber angezeigt. Ah, super. Wir brauchen mehr Kisten.
Ja, geht gerade nicht. Und diese Größe. Ja, was denkst du, wo ich hinterher bin, aber es geht nun mal nicht so schnell. So, das ist aber auf jeden Fall Ton. Das ist Sand. Und damit ist der Haken kaputt. Den Schrott nehmen wir auf jeden Fall mit. Bräune mindestens. Und hier liegt überall nur Sand. So Leute, den Einton werden wir jetzt wohl noch finden, hoffe ich. Ja, tatsächlich, da haben wir doch schon. So, und zwar wird das hier 1, 2. Haben wir die nassen Ziegel. Jetzt spüren wir mal eben zurück, Leute. Ja, und während ich zurückschwimme, finde ich hier nochmal einen Ton. Und damit sage ich dann schon mal, wir werden uns auf dem Raft wiedersehen, also auf unserem Floß. Ist die erste Folge auch schon wieder durch. Oder besser gesagt, die zweite. Die erste in der Aufnahmesession. Ja, also falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Falls nicht, auch egal. Ja, wie gesagt, falls ihr die Videos zum Anschauen wollt, zum Einschlafen, dürft ihr es gerne tun. Das ist mir egal. Hauptsache, ihr habt euren Spaß gehabt. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.